hier, Leben Wrestling. Trish Stratus vs. Sasha Banks. In einem Interview mit Vibe 105 Sports hat WWE Hall of Famer Trish Stratus sich zu einer erneuten möglichen Rückkehr in den Ring geäußert. Stratus sprach dabei über ein mögliches Match mit Sasha Banks, welches für viele Fans ein Dreammatch sei. Weiter betonte sie, dass sie eine Rückkehr für ein solches Match nicht ausschließen würde und sich bei den passenden Bedingungen jederzeit ein Aufeinandertreffen mit Sasha Banks vorstellen könnte. Juice Robinson, Vorsprung zu AEW oder WWE? In einem Interview mit Sports Illustrated hat New Japan Pro Wrestling Star Juice Robinson bekannt gegeben, dass sein Vertrag mit der japanischen Promotion im Februar 2022 auslaufen wird. Robinson bemerkte, es sei eine spannende Zeit, um ein Free Agent im Wrestling zu sein. Der frühere IWGP US Champion betonte zudem, dass er sich als Singles Wrestler weiter beweisen möchte und schloss Auftritte bei anderen Ligen nicht aus. Ein zukünftiges Engagement in Amerika bei WWE oder All Elite Wrestling ist also nicht auszuschließen. Bray Wyatt mit neuem Projekt. Der frühere WWE-Superstar Bray Wyatt wird demnächst wohl wieder vor der Kamera zu sehen sein. Der Besitzer des Colossum Studios, Jason Baker, hat bekannt gegeben, dass Wyatt bereits Szenen für einen Feature-Film mit ihm gedreht haben soll und noch weitere folgen könnten. Um welchen Film es sich dabei handeln wird, ist aktuell noch unklar. Was die sportliche Zukunft von Wyatt angeht, gibt es weiterhin noch keine neuen Details. Update zu Malakai Black. Malakai Black hat bei einem Interview mit Giant FM Real Radio Änderungen an seinem aktuellen Charakter bei AEW angedeutet. Laut Black könnte es sich dabei um ästhetische Veränderungen und Verhaltensänderungen handeln. Zudem könnten sich die Veränderungen schon demnächst zeigen, merkte Black weiter an.